Und damit, hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen nach viel zu langer Zeit zurück zu Inside. Tatsächlich ist das schon das zweite Mal, dass ich versuche, diese Aufnahme hier aufzunehmen. Gerade eben ist hier abgestürzt. Nicht weit von hier tatsächlich, aber ein paar Rätsel weiß ich jetzt halt schon. Deswegen, wundert euch nicht, wenn ich jetzt hier am Anfang relativ schnell durchkomme. Aber ich weiß auch nicht warum, also nicht die Aufnahme ist abgestürzt, andersrum. Das Spiel ist abgestürzt und dann hatten wir keinen Ton mehr bei der Aufnahme. Also es war auf jeden Fall ganz, ganz komisch. Fragt mich nicht, woran das lag. So, wenn man hier runter geht, dann musste man hier, nee, musste man erst nach rechts, glaube ich. Ja, ja, genau, erst nach rechts. 5 Minuten später, er hat gar keinen Plan von dem Game. Den Sprung überleben wir, wunderbar. Also es war ein bisschen komisch, was den Ton anging. Auf jeden Fall, es tut mir leid, es hat viel zu lange gedauert. Aber tatsächlich steht halt... Okay, so kann man es natürlich auch machen. Eigentlich muss man das erst runter machen. Dann fliegt es hoch und dann schießt man es rüber. Aber wenn es so geht, warum nicht ein bisschen hier Speedrun-Tactics? Hier müsst ihr das auf die Schräge legen, damit das schräg nach oben hüpft, ja? Das ist wichtig. Dann kommt das nämlich... Hui, euch hier entgegengeflogen. Und ihr könnt es tatsächlich mitnehmen. Ja. Ihr habt nicht viel verpasst. Ich glaube, es war auch nur das hier. Ja, bis man in diesem Wasser ist. Und dann... Ich zeige euch gleich, was ich meine. So. Jetzt können wir zurücksteppen. Ach ja, mein PC steht jetzt wieder. Ich höre die Lüfter bis hierher, wenn ich gerade hier so... in einer, ich sag mal, etwas höheren Qualität aufnehme. Klar, das ist jetzt hier nicht 4K, aber 2K ist halt, also 1440 Pixel, sind halt auch ein bisschen was. Nebenbei rendert das Spiel ja doppelt. Ich sehe es hier auf dem Monitor und da drüben in 4K. Das drüben kann ich nicht ausmachen, ich schaue es mir nämlich über OBS an. Das heißt, er rendert das Spiel einmal in 1440 und einmal in 4K. Das heißt, zusammen 6K und meine Grafikkarte schafft maximal 8K. Nebenbei muss sie noch aufnehmen. Warum erzähle ich euch das eigentlich? Meine Grafikkarte heult gerade so. Der neue Prozessor ist halt drin. Genau. Ganz lustig. Ich habe gestern schon Mario & Rabbids aufgenommen. Aber die Folge Mario & Rabbids wird erst in 500 Jahren kommen oder so. Deswegen hier nochmal. Ich habe ja einen neuen Prozessor. Den i9-12900K. Und dazu auch ein neues Mainboard. Deswegen einfach nicht wundern. Ich hoffe, ich kann den Knopf noch drücken. Denn... Nee, kann ich nicht mehr. Wenn ihr hier hochfahrt, liegt da nochmal einer von diesen komischen Chorkugeln rum. Die habe ich zufällig entdeckt, weil ich den Knopf gesehen habe, als wir uns hier umgeschaut haben. Da bin ich mit dem Ding dahin gegangen. So haben wir den gefunden. Genau. Ach man, ich hasse es, wenn der Aufnahme abstürzt und man nicht mehr den alten Spielstand laden kann. Kann man schon, aber halt irgendwie bleibt das dann bestehen. Genau. Und dann bin ich oben hier ins Wasser und da war dann vorbei. Ja, um da hochzukommen, muss man hier einmal rüber steppen. Ihr aktiviert das hier. Dann geht ihr hier hoch, aktiviert das hier ganz schnell. Zieht das hier rüber und geht hier hoch. Genau. Muss relativ schnell gehen und dann wie hier im Wasser. So. Und jetzt ist wieder Plein. Ne, ihr bewegt euch nicht. Oh, bitte nicht. Nein, 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 nein. Ganz, ganz schlecht. Okay, wir schwimmen weiter, wir schwimmen weiter. Wir ignorieren die erstmal. Also ich hoffe, ich darf sie ignorieren. Da oben ist was beleuchtet. Müssen wir da hin? Ich glaube nicht. Ich glaube schon. Okay. Ich glaube, ein bisschen Gummi. Ich will nicht, dass einer von diesen Viechern aufwacht. Oh, bitte nicht. Ja. Nimm das. Ah, hör auf, dich zu bewegen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Hä? Was soll ich denn machen? Ach, da drüben, da oben ist auch noch eins. Das habe ich nicht gesehen. Aber ich will hier Secret suche. Hier oben könnte ja auch was sein. Ja, okay. So viel dazu, okay. Story. Ich schwimme jetzt da rein. Bevor sich so ein Viech bewegt. Erst nach links gehen. Zieht die Wiese. Nein, okay. Nämlich meistens so, dass bei einem Side-Scroller links immer Secrets sind. Also bei solchen Side-Scrollern. Okay, dann steppen wir hier mal weiter. Ey, was ist das überhaupt für eine Anlage? Das sieht so... Das könnte so Kanalisation sein, aber es sieht auch wie so illegale
Area 51 Forschungslabore. Könnten es auch sein. Erst links gucken, was es gibt. Ja, ja, ich spüre. Oh, hier geht's weit nach links. Hier gibt's safe was. Dann sind eingesperrte Menschen. Moin, was geht? Kann ich euch irgendwie helfen? Ja, und hier ist. Kann ich da auf die Kiste hoch und. Ah, ich kann die Kiste aber schieben. Okay. Ey, Leute, wenn ihr spielt, immer X einfach gedrückt halten auf dem Controller. Oder ich glaube, auf der Tastatur ist es STRG, genau. Einfach immer gedrückt halten, dann macht ihr nichts falsch. Wieder öffnet sich was. Ach du meine Güte, da kommen Leute rein. Oh mein Gott, nicht bewegen. Nee, 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 nee. Ich bin gar nicht hier, Guys. Moin, ihr seht mich nicht, oder? Die sehen mich sehr viel. Die nehmen die Menschen mit. Was ist mit euch los? Bin ich auf einem Gabelstapler, hä? Hört doch auf. Also das ist ja mega makaber. Das ist lustig, weil beides mit M anfängt. Oh mein Gott, hä? Im Übrigen, ich habe mir alle alten Videos reingezogen, weswegen ich natürlich wieder Wissen habe. Für mich ist auch jetzt gerade... Oh, heute Abend ist Halloween, Guys. Heute Abend, cool, spannend. Gibt aber keinen Stream, falls ihr das erwartet habt oder so. Es tut mir leid, Mann. Nein, es wird keinen Stream geben. Weil ich noch Frustrafakta fertig machen muss. Und ich bin echt weit. Ich habe jetzt mal größtenteils alles Wichtige so zusammengeschnitten. Hier ist schon wieder keine... Ab hier habe ich keine Musik mehr. Warum? Also warum wieder nicht? Ich ignoriere das jetzt einfach mal und hoffe, dass ihr in der Aufnahme Musik habt. Sonst unterlege ich euch einfach irgendwelche random Sounds. Was bringt mir das? Die Tür rechts geht zu. Oh, ich bin nicht so gut im Denken. Kiste muss vielleicht nach da drüben. Okay, die Kiste. Ich dachte schon, ich könnte die unter Wasser nicht ziehen. Also, ich kann so den Hebel nicht aktivieren. Hierhin, da schaffe ich den Sprung. Nee. Nee, ich kann ja, wenn ich die da drüben fallen lasse, komme ich ja... Ja doch. Oh, vielleicht doch. Vielleicht geht mein Plan auf. Guck mal einer an. Nee, warte, dann bräuchten wir die doch gar nicht. Warte, wir testen das jetzt. So, wir schieben das Ding nach oben, sodass die Chest runterfällt. Dann schieben wir das. Sodass die Tür gerade aufbleibt. Jetzt jumpen wir ins Wasser. Wir brauchen die Kiste hier, damit wir ins Wasser kommen. Ich hab's verstanden. Ich mach das kurz. Exakt so habe ich mir das vorgestellt. Ihr habt, also laut OBS habt ihr noch Ton. Also bei mir zeigt an Ausschlag. Wenn ihr keinen Ton habt, dann lege ich euch auch eben, wie gesagt, dann lege ich halt irgendwas. So. Wieder Ton für mich da. Der Raum ist skurril. Vorher war es schon in diesem Unterwasser-Ding. Will ich da runterschwimmen? Ich weiß es nicht. Da sind Menschen. Ich weiß nicht, ob ich da runterschwimme. Ich will auf keinen Fall aus dem Wasser rausfliegen. Das wäre jetzt stupid. Was benutzt ihr für Technologie, dass das Wasser in Anführungszeichen schweben kann? I can't see. Ich will trotzdem nochmal gucken, was oben rechts ist. Weil scheinbar geht es ja hier unten weiter und... Hier rechts geht es überhaupt gar nicht weiter. Okay. Dann schwimmen wir doch mal nach unten. Und hoffen, irgendwas Sinnvolles zu finden. Die haben da irgendwas präpariert. Da leuchtet auch der Knopf nicht. Erst nach links. Immer erst nach links. Aha! War vielleicht dumm, weil ich komme da jetzt nicht mehr dran.
Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Oh nee, das ist gar nicht gut. Ah! Geh doch weg! Nein! Bitte! Ah! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, die sind so knapp hinter mir. Oh! Aber die erreichen mich nicht, oder? Doch, doch, die werden schneller. Na, was? Das sind wieder so Typen, nur dass wir dieses Mal keinen Helm brauchen. Ja, okay. Ja, aber meine Frage ist... Oh, ich weiß, was ich machen muss. Ich glaube, ich weiß es. Ich muss links das Wasser runter machen. Und wenn ich links das Wasser runter mache, können die mich da reinschmeißen, oder? Genau so. Jetzt? In welchem Zusammenhang bringt mir das was? Ich kann da jetzt schwimmen. Aber natürlich. Und so komme ich dann an den Block. Die verfolgen mich weiter unten. Ja, wunderbar. Warte, ihr könnt halt ein Secret. Ja, ich will alle diese Boss finden. Und jetzt, wenn ich halt droppe, oder ist der Knopf in... Ich glaube nicht. Ich glaube, ich muss jetzt an der richtigen Stelle droppen und dann den Knopf in der Luft drücken. Schaffe ich safe. Ah ja, der Profi wieder am Werk, Leute. Da seht ihr es. Habe ich studiert, das Game. Ihr kommt auch alle mit. Es werden immer mehr. Das macht mir Angst. Ich habe die ganze Zeit... Ich habe tatsächlich mehr Panik davor, jetzt noch andere nicht kontrollierbare Menschen zu sehen. Müsste mich da mal rüber throwen. Wie sie mir alle hinterher springen. Okay. Yeah. Ich bin drüben. Aua. Und die ist tot. Oh, hier kann man durchgucken. Was gibt's hier? Das ist das. Das ist ein Bild aus der Steam Library, glaube ich. Da sieht man das. Da rennt so ein Typ rein. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ein ganz kleines Männchen rennt da hinten rein. Okay. Mehrere Männchen rennen da hinten rein. Machen. Die fangen mich doch auf. Die können doch, die haben doch so Special Abilities. Ja, ja. Mich dann hier in den Lüftungsschacht werfen. Tschüss. Dankeschön auf jeden Fall für die Hilfe. Immer wieder gern. Wie alles überleben, weiß ich nicht. Nein, so genau. Hier rechts geht's nicht weiter. Das heißt, wir müssen wirklich erstmal nach links. Ja. Stellt euch das in 3D vor, wenn man noch so nach hinten laufen könnte. So Little Nightmares-mäßig. Ey, das wäre so geisteskrank. Playdead ist einfach ein krasses Studio. Die haben auch Limbo gemacht. Keine Ahnung, ob ihr das kennt, aber... Na, Ling? Ja, guck, die laufen ja mit mir mit. Ja, die können da oben langlaufen. Genau. Wissen sie, also irgendwie... Kann ich die jetzt wieder runterholen hier? Ah! Okay. Und dann steppen wir instant nach rechts und können da spannende Dinge tun. Wir werden immer schneller. Das ist creepy. Also irgendwie ist es schon... Nein, nicht den Knopf drücken. Ich werde doch den Knopf drücken. Warte, da unten war eine verschlossene Tür. Was bringen mir die Typen? Können die mir hochhelfen? Hochhelfen? Können die mir helfen, durch die Tür zu können? Nein, oder? Ich muss überlegen, keine Ahnung. Weiß nicht, was ich erwarten kann von mir. Links geht's nicht weiter, okay. Die helfen mir, die Tür hochzuheben. Und jetzt kommen wir da raus. Oh, 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 oh. Böse, böse.
Ich spüre Böses. Da ist Böses im Busch. Lasst jetzt ein Abo und ein Like dafür mehr Qualitätscontent. Der Typ da hinten könnte uns sehen, ist nicht auffällig oder so. Oh, hier muss ich sie dann verlassen und abgeben, scheinbar. Oder kann ich wieder was machen, um die zu... Mal gucken. Vielleicht brauchen wir die ja nochmal. Aber vorerst würde ich sagen, steppen wir hier durch. Könnten welche sein? Da brennt noch eine Zigarette. Becher. Das können wir nach oben machen. Da hinten läuft einer, aber der sieht mich gar nicht. Doch, der hat mich gesehen, oder? Nein, du siehst... Was passiert hier? Ich bin so maximal verstört. Duckt man sich? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Lauf, lauf, lauf! Nee, der rennt weg. Hä? Hallo? Ich gehöre hier nicht dazu. Eigentlich bist du... Sie mich auch gar nicht... Also sie nehmen mich wahr, aber sie tun nichts. Was ist denn da? Warum guckt ihr alle da? Was ist da? Ich will auch sehen. Hallo. Verwirrt. Ich bin auf jeder Ebene verwirrt, auf der man verwirrt sein kann. Ach, und hier können wir hoch. Ich will aber, vielleicht gibt es ganz links da was. Steppen mal nach hier. Kann ich hochklettern? Ja. Also der Junge, was auch immer er für ein Junge ist, er ist muskulöser als ich. Ich bin froh, wenn ich mein Eigengewicht auch nur 2 Meter weit halten kann oder so. Also 2 Sekunden lang halten kann. Er macht das einfach easy going first try. Wir haben jetzt gleich die 20 Minuten erreicht. Ja, keine Ahnung. Irgendwas ist da drinne. Ich bin mir sicher, wir werden es noch erfahren. Aber vermutlich erst in einer der kommenden Folgen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert den Channel, dann verpasst ihr die nächste Folge von Inside auch nicht. Wir sehen uns, bis dann. Ciao, ciao, Leute.